Dienstagabend. Ahoi, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Einmal mehr aus Kapstadt. Ja, mein Winteraufenthalt hier. Und ja, ich bin noch 8 Tage hier im Großen und Ganzen. Und ich habe mir ja gedacht, so Mensch, es wäre ja ganz cool, wenn ich immer auch mal die Schiffe besuchen könnte, die hier sind. Und ja, dankenswerterweise freue ich mich wirklich sehr, dass da sowohl Phoenix Reisen als auch Plantours als auch AIDA mitgemacht haben. Und ja, AIDA ist jetzt gar nicht so in dem ganz großen Maße hier unterwegs. Das war ja vor Corona alles mal ein bisschen anders geplant. Da hatte man eine Saison geplant und dann war es ja so, dass ja dann Corona kam und dann hat man es erstmal nicht mehr gemacht. Und ich glaube, eine Saison hatte man dann noch, aber mittlerweile ist es erstmal raus. Und deswegen ja, war das jetzt ein großer Zufall, dass AIDA Sol hier ist. Und zwar in Kapstadt, weil AIDA Sol ja auf Weltreise ist. Ja, 120 Tage ungefähr dauert das Ganze und ja, achso, oh, jetzt ist das AIDA ist spiegelverkehrt. Ja, also müsst ihr euch, ich weiß gar nicht, wie spiegelverkehrt aussieht, aber ja, hi Matze, moin, Tom B. ist da und ja, das Bild ist gespiegelt. Ja, siehst du, irgendwas ist immer. Es kam aber vorher noch von der Software, als ich sie gestartet habe, wo, wie ich ja weiß, hattet ihr da zuletzt immer mal so ein paar Sachen gesehen, die nicht so ganz funktioniert haben. Eben gerade vor dem Livestream stand der Update available. Und dann habe ich so gedacht, so, okay, mache ich das jetzt, wage ich das jetzt in der Hoffnung, dass alles gut wird? Oder weiß ich jetzt, gewisse Sachen funktionieren so und habe dann Workaround und ja, also ich habe mich dafür entschieden, es nachher erst zu installieren. Also das geht erst alles beim nächsten Livestream, geht alles schief. Insofern war ich beim Friseur. Das sagt man ja immer, wenn man das Gefühl hat, es ist zu kurz. Ja, oder? Wenn man, idealerweise ist es ja so beim Friseur, dass man das Ganze gar nicht mitkriegt. Und ja, Weltreise und AIDA. Das ist ja etwas, was es noch gar nicht so lange gibt. Also, es ging 2017 mal los, damals auf der AIDA Cara, würde man beinahe sagen, Gott hab sie selig, aber das würde man wohl nur bei Menschen sagen. Sie, zumindest, die fährt ja noch, so ist ja nicht, aber eben unter anderem Namen. Und ja, es ist so, dass im Laufe der Zeit die Weltreiseschiffe immer größer wurden. Und aktuell ist es ein Schiff der sogenannten Sphinx-Klasse. Ich denke mal, das ist erstmal auf absehbare Zeit hier das Maximum. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass hier irgendwann AIDA Nova auf Weltreise geht. Aber es ist halt so, dass man so, ich glaube die Zahl ganz genau weiß ich nicht, so ungefähr 1500 Durchfahrer hat man hier. Also die ganze Weltreise machen. Und ja, es ging eben los, also ganz, ganz einfach gesagt von, können einfach mal umschalten, wie ich aussehe, vor allem mit den viel zu kurzen Haaren, das wisst ihr ja. Es ging los in Hamburg und dann Richtung Südafrika und ja, oh, das jetzt ist ja wirklich, es könnte, ah ja, okay, der Speicher reicht nicht und es könnte passieren, dass die App abbricht, ne? Das ist ja schon mal eine super Nachricht, aber aber es ist so, dass ich dann wiederkommen kann. Das ist also kein Problem. Selbst wenn also irgendwas passiert, ist ja gut, dass man die Nachricht hier kriegt. So weiß man schon mal Bescheid, was für ein Desaster passieren kann. Also Weltreise Nummer 5 und es ging von Hamburg nach Südamerika und dann irgendwann rüber, vereinfacht ausgedrückt. Irgendwann hatten wir Australien dabei und dann Mauritius. So, jetzt sind wir hier in Südamerika und jetzt dauert das Ganze noch ungefähr 3 Wochen. Ja, das heißt, die AIDA Weltreise, da sind wir jetzt ungefähr, wir sind kurz vor Tag 100. Ja, das ist also alles und ja, insofern Tag 100 fast. Ja, wen haben wir hier? Michael Nacke sagt, ahoi Matthias, das erste Mal, dass ich tatsächlich beim Livestream auch live dabei bin. Ja, das ist ja schon mal sehr erfreulich und heute ist es so, dass ich hier gar nicht alleine bin. Ist keiner auf dem Schiff, fragt jemand. Naja, ich meine, wir haben es hier 18.51 Uhr in Kapstadt, wir sind eine Stunde weiter und es ist so, ja, dass viele eben noch draußen sind. Ich meine, ich habe euch das hier in der letzten Zeit gezeigt und ja, nee, Christian Geers, die Reise ging los, dass dann irgendwann Südamerika kam, aber wir sind in Südafrika, wir sind in Kapstadt. Also, es ist so, dass viele eben noch an Land sind und das Schiff läuft auch erst aus um 24 Uhr. Es ist aber so, dass man vorher noch zur Ausreise muss. Da sind die südafrikanischen Behörden wohl ja, etwas komplizierter, habe ich mir sagen lassen, als andere Länder. So, also von daher, ja, habe ich doch falsch gesagt, Südafrika, nicht Südamerika. Okay, gut.
Siehste, aber ihr seid das, die Korrekturen, das, die Korrektoren, das ist perfekt. Ja, wir haben so ein bisschen Sonne ist noch da, aber dann verschwindet sie hier auch gleich. Und wir sind eben auf dem Teil, ich habe es schon mal, glaube ich, erklärt, wo ich hier, Business District, wo ich auch wohne. Also da genau, da glaube ich, in der Mitte, wenn ich es gerade richtig sehe. Und ja, das ist soweit eigentlich alles sehr schön, aber ich habe halt abends keinen Blick zum Sonnenuntergang. So, ja, wie gesagt, ein paar Gäste sind auch dabei gleich. Und zwar werde ich da jetzt mal hingehen. Ja, also lasst euch überraschen, wen ich da alles dabei. Ich weiß auch nicht, ob alle kommen, sozusagen. Aber mindestens 3 kann ich schon mal versprechen. Vielleicht kommt auch schon der 4. Aber so. Ah, ja, und diese Sonne, ich schicke sie gerne noch mal rüber. Also nächstes Mal hätte ich ja eine Kooperation mit Südafrika-Tourismus machen können. Ne? Irgendwie 4 Wochen lang erzähle ich immer nur über Südafrika. Aber, oh Gott, meine Sonnenbrille hier, fast runtergefallen. Ich bin übrigens nicht korrekt angezogen, um hier nachher noch zu essen. Das möchte ich mal betonen. Es ist so, dass man da natürlich so nicht im Restaurant essen darf. Ne? Und da muss ich natürlich immer besonders mit einem guten Vorbild vorangehen, weil sie dann alle denken, Mensch, der Mörder. Was will er denn da? Was macht er denn da? Das zieht sich nicht ordentlich an. Also insofern, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich mit 2 der Gäste, wobei die sind ja angekündigt in der Videobeschreibung, aber mit Michael und Barbara war ich ja heute schon unterwegs und irgendwie hat sich das alles länger hingezogen, weil wir auf dem Tafelberg oben waren mit der Seilbahn. Sehr, sehr hübsch. Teilweise ein bisschen mit Wolken oben, jetzt sieht es besser aus. Man kann bis 20.30 Uhr geht die letzte Fahrt runter. Ja, so, was kam irgendwie gerade noch eine interessante Frage. Hast du heute Morgen das Auslaufen gesehen? Ich bin für meine Verhältnisse früh aufgewacht, um 6.11 Uhr. Und ja, da war es dann so, dass sie da schon lag. Sie sollte um 8 Uhr einlaufen, sozusagen. Und dann war sie halt 2 Stunden zuvor. So. Und jetzt sitzt sie da schon, unser erster Gast sitzt irgendwie, sie hat bestimmt schon neugierig geguckt, sitzt hier im Schatten und wir hoffen, dass es im Schatten bleibt. Heidi Rothe ist bei mir. Hallo Heidi. Hallo Matthias, du bist dich. Du gehörst ja zu denen bei AIDA, denen, ja, kann man schon sagen, die einem großen Publikum bekannt sind, muss man schon sagen, weil du eben häufig General Manager bist auf den großen Schiffen. Also AIDA Nova, AIDA Cosma, so jetzt mal Weltreise. Und das bedeutet jetzt für dich auch immer ein paar besondere Häfen dabei, weil nach Civitavecchia seid ihr jetzt nicht gefahren. Ne? Das ist absolut richtig. Und man sagt ja, man soll einmal im Jahr an einen neuen Ort kommen. Und ich habe jetzt für die nächsten Jahre schon mal vorgesorgt. Ja. Weil tatsächlich ganz viele Häfen auch für mich Erstanläufe waren und heute in Kapstadt ist einer davon. Aber hast du da so ein Ritual? Manche machen das ja so, die kaufen irgendwie ein Kühlschrankmagnet oder solche Dinge. Dann ich muss gestehen, ich bin wieder rückfällig geworden. Ich habe ja vor vielen Jahren Magnete gesammelt und habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich so viele und ich habe nicht wirklich einen Platz und ich stelle das jetzt ein. Aber jetzt habe ich eine Weltreise-Magnetkarte und habe tatsächlich auch in jedem Hafen einen Kühlschrank-Magneten mitgenommen, der mich an diese Reise hier erinnern wird. Ich glaube, irgendwann braucht man einen größeren Kühlschrank, dann glaube ich. Ne? Ja, ich habe schon so Metallleisten, die man wunderbar platzieren kann an verschiedenen Orten und dann kann man die auch sehr schön anbringen. Irgendwo dekorativ, nicht unbedingt am Kühlschrank, da passt es vom Design her nicht in die Wohnung. Nee, okay. Jetzt ist es ja so, hier haben wir im Vergleich zu Nova, Cosma sind ja wesentlich kleinere Schiffe. Hat man da jetzt so als oberste Chefin, wenn man so will, des Hotelbetriebs, hat man da dann, oder das ist nur des Hotelbetriebs, ne? Wobei Hotel nur, ist gut, und Gästebereich, also alles, was nicht Nautik, Technik oder Medizin betrifft. Genau, und hat man da eher mal eine Chance, dass man mal so von Bord kommt oder? Es ist natürlich immer eine Planungsgeschichte und wenn man dann in solche Häfen kommt, wo es wirklich um Weltstädte geht oder Naturspektakel zu besichtigen sind, dann ist natürlich der Anreiz da, dass man sagt, oh, da würde ich schon gerne mal rausgehen. Und wenn es nur für 2 oder 3 Stunden sind und wenn das entsprechend geplant ist und abgesprochen ist, dann ist das auch möglich. Und vor allen Dingen, du hast heute mal das gemacht. Ich bin jetzt das 4. Mal zwar im Kapstadt, aber das habe ich noch nicht gemacht. Und das ist was, weiß ich, was auch extrem populär ist. Komischerweise, ich höre immer nur davon, dass das Leute machen, aber dass ich es akustisch höre, das ist komischerweise nicht so. Also erzähl mal, was hast du gemacht heute? Ich habe heute einen Helikopterrundflug gemacht und zwar 25 Minuten. Oh, das ist schon die lange Variante? Das ist die Two Oceans Tour, nennt die sich. Es gibt ja eine kürzere, dann die Two Oceans und dann eine, die geht noch länger.
die fliegt bis zum Kap der guten Hoffnung runter. Aber das haben wir gestern in solch spektakulären Schauspiel gesehen, habe ich gesagt. Ja. Ich mache die mit rund um Tafelberg, um Kapstadt. Wir haben die Weingüter gesehen. Wir haben natürlich den Tafelberg gesehen, den Lionshead, die 12 Apostel. Wir haben die Strände gesehen. Also es war einfach nur wunderschön. Eigentlich. Und gerade wenn man natürlich von der Zeit her nicht ganz so ausschweifend Landgang genießen kann, ist so ein Helikopter perfekt, um den ersten Eindruck mitzunehmen. Danach noch kurz an der Waterfront lang gebummelt und schon überlegt, wann denn Urlaub ansteht, damit man alles das machen kann, was jetzt nicht möglich war. Also ich kann es wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Kurze Zwischenfrage hier von Walter White. Wie wird man denn General Managerin bei AIDA? Das ist bei dir fast relativ einfach. Du hast nämlich mal angefangen, einfach in Anführungsstrichen, du hast mal angefangen 2005 als Scout, also als Shore Excursion, also Ausflugsabteilung. Und dann wirklich, und das finde ich immer auch für mich so das total Faszinierende, was in der Branche auch nicht so häufig ist, dass ich Leute erlebe, also jetzt, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit dabei natürlich, aber dass ich dann hinterher höre, Mensch, die haben angefangen mal als vielleicht Barkeeper oder eben als Scout. Ne? Und dann, wie lange hat das gedauert, also bis du dann Hoteldirektorin oder General Managerin warst? Also bei mir war es so, dass ich vor AIDA natürlich eine Hotelausbildung gemacht habe, Abitur, war bei einer anderen Reederei und habe als Scout angefangen und dann ging das relativ schnell mit den nächsten Karriereschritten. Aber ich wollte unbedingt im Ausflugsteam bleiben, weil man da natürlich Land und Leute sieht und wenn man auf dem Schiff ist, ist das natürlich auch das Tolle. Na ja, klar. Und irgendwann kam dann so, was könnte man später machen? Dann habe ich mich auf meine Wurzeln besonnen und habe nebenbei noch mein Hotelbetriebswirt gemacht, bin dann als Hotelmanager gefahren und seit 2017 in der Position General Manager oder Hoteldirektor. Das kommt immer auf die Schiffsklasse drauf an. Mhm. Ja, und verschiedene spannende Projekte schon begleiten dürfen. Und ja, das macht immer noch Spaß. Auch manchmal auch für besondere Fälle auch Expertin so. Also dagegen, manchmal auch, ja. Dagegen ist das hier mal, ist auch ein besonderer Fall, aber ein erfreulicher sozusagen. Jetzt ist es ja so, Weltreise, ist es so vom Sitzen hier, okay, weil wir hatten das extra hier ausgesucht. Ja, aber ein bisschen habe ich die Sonne im Hintergrund, aber so ist besser, ja. Wenn ich so stehe, also musst du gucken. Ja. Es ist ja so, dass so eine Weltreise auch besondere Herausforderungen bringt, was so Logistik angeht. Und ich sag mal so, dass ihr überpünktlich hier angekommen seid, ist jetzt für eine Weltreise ehrlicherweise auch nicht so ganz selbstverständlich. Ne? Also, und diesmal mehr oder weniger immer also pünktlich gewesen? Also es sind nur Engel an Bord, würde ich sagen. Wir haben sehr, sehr viel Glück mit ganz vielen Bedingungen auf dieser Weltreise. Wir hatten so viele tolle Häfen, die wir anlaufen konnten, die in ganz vielen anderen Reisen ja mal so ein bisschen auf der Kippe stehen. Ne? Also ich kann mich an Kap Horn natürlich die Umsegelung erinnern, dann an die Osterinsel, wo ja manchmal die Bedingungen so sind, dass es nicht möglich ist, die Gäste dann mit den Tenderbooten an Land zu bringen. Wir hatten heute natürlich auch super Bedingungen. Kapstadt ist ja auch ein bisschen windig, da weiß man immer nicht, passt das alles, kommt man da rein? Wir beobachten natürlich immer das Wetter. Dafür haben wir ja unseren Kapitän und die nautische Besatzung, die da sehr vorausschauend auch alles planen. Und so sind wir ja auch im Zyklongebiet gewesen, wo wir auf dem Weg waren von Australien nach Mauritius. Und da hat sich ja Zyklon Bilal entwickelt. Und da haben wir uns dann angeschaut, wie zieht der, wie passen wir die Route an und hatten toi 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 auch da nur ganz minimale Schiffsbewegung. Aber das hat nicht nur was mit Anläufen zu tun, sondern natürlich auch die ganze Logistik hängt damit dran. Und da war da schon ein bisschen mehr Aufregung tatsächlich, klar. Weil die Containerschiffe vorher schon eine Verspätung hatten auf ihrem Weg durch den Suezkanal aufgrund der politischen Situation. Dann konnten sie in den Hafen nicht rein, dann musste das Loading verschoben werden. Dann hat der Hafen gesagt, wir brauchen ein anderes Containerschiff zuerst, da ist das Trinkwasser drauf, was wir für die Bevölkerung wollen. Da war dann das Loading aber von AIDA Blue, unserem Schwesterschiff. Und dann haben wir gesagt, okay, die 8 Container, da ist was drin, was wir brauchen können. Die nehmen wir dann an Bord. Alles an einem Sonntag mit ganz vielen Ausnahmegenehmigungen. Und da passieren einfach so viele Sachen im Hintergrund, die natürlich unheimlich spannend sind, wo ganz viele Rädchen ineinander greifen müssen. Und
Das ist natürlich was anderes, wie, ich sag jetzt mal, 7 Tage um die Kanaren zu fahren, wo wir immer auch die Behörden natürlich kennen, wo wir die Lieferanten kennen, wo wir genau wissen, okay, jetzt haben wir einen Sonderfall, wen können wir da auch anrufen, der supporten kann. Und das macht natürlich auch den Reiz von so einer Weltreise ein Stück mit aus, weil es ist ein Abenteuer. Es ist eben keine Reise, die man einfach mal so schnell plant und sagt, ach, das wird schon alles so werden, sondern man muss sich auch darauf einlassen, dass Dinge mal anders sind, dass wir mit anderen Kulturen konfrontiert werden, anderen Lebensweisen, auch diese Gelassenheit manchmal, die man dann vorfindet, ne? In Französisch-Polynesien, so ganz entspannt und ganz relaxed. Und wo wir als Deutsche manchmal sagen, ach, mal ein bisschen schneller, ne? Aber ich sage immer so, hier in Südafrika, oder das habe ich so auch in Thailand erlebt, so Gastronomie, Faustformel, alles dauert ungefähr doppelt so lang, wie wir es so jetzt vielleicht aus Deutschland kennen, wie wir es hier auch. Ich meine, ihr habt ja den deutschen Stil sozusagen, den ihr natürlich auch bei den Kollegen aus den anderen Ländern etabliert sozusagen, weil das eben so gewünscht wird. Ne? Da möchte man nicht irgendwie warten und also von daher ist gut. Das heißt so, jetzt geht es ja irgendwie noch, 3 Wochen haben wir noch, das heißt, es geht jetzt wieder Richtung Norden, aber ein bisschen Wärme, du steigst zwischendurch nochmal ab, kommst nochmal wieder, ein bisschen Wärme. Wobei mit der Wärme kannst du dich langsam schon verabschieden. Leider ja. Also es geht jetzt wieder Richtung europäischen Winter tatsächlich. Ja. Aber ja, so ist das. Ne? Irgendwann muss man auch nach Hause kommen. Und ich glaube, das wird für uns alle hier, die wir über die letzten Monate ja wie eine Familie zusammengewachsen sind, eine sehr, sehr emotionale Zeit werden, wenn wir dann Richtung Hamburg schippern. Und ich bin sehr gespannt. Also das sind natürlich Dinge, die man so auch nicht einfach replizieren kann. Und es gibt jetzt schon so viele Momente, die wir hier als Gruppe, egal ob das die Gäste oder die Crew ist, ne, die wir zusammen durchgestanden und erlebt haben. Und selbst wenn man da von Fotos nach Hause schickt, ne, diese Emotionen, die man gespürt hat bei manchen Momenten, die sind natürlich auf dem Foto nicht zu sehen. Und das macht halt eine Reise aus und das macht so eine Reiseerfahrung aus. Ja, klar, es ist eine andere Kategorie, sage ich mal, von Reise, genau, die für dich da neu war. Ja. Also insofern, Heidi, vielen, vielen Dank. Ja, wir wollen mal gucken hier. Schönen Abend. Ich nehme dir mal das Mikrofon hier wieder ab, hier die ganz professionelle Variante. Jawohl. Also insofern hier, oh Gott, jetzt ist die Brille schon runtergefallen. Dann sag ich liebe Grüße und die Sonne ist jetzt fast schon wunderschön hier. Hinten am, ich sehe es gerade, Signal Hill. Ja. Also tolles Panorama nochmal zum Abschied. Gucken wir gleich nochmal hin. Das ist so nach dem Motto, warum habt ihr keine Lichtprobe gemacht? Aber das ist halt dafür. Normalerweise, siehst du, muss man einen Tag vorher kommen mit dem Beleuchter. Also vielen, vielen Dank, Heidi. Ja. So, sehr schön. Zwischendurch wollen wir mal so ein bisschen auf die Kommentare gucken. Heiko Homburg hat zu Recht geschrieben, stell doch das Ding auf das Stativ hier auf den Tisch, ja, auf den sogenannten Tisch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Wir wollen mal ein bisschen gucken hier von oben, einmal kurz so aus der Ferne, der Buffet-Check ohne Buffet, aber wir gucken natürlich hier drauf einmal auf das Belladonna-Restaurant und wir können sehen, da ist jetzt relativ wenig los und ja, wir haben ja hier Außenbereich von der Ocean Bar und das ist einfach so, dass man sagen kann hier, diese Außenbereiche der Disco, der Anytime-Bar, den man da ja so aufmachen kann, das ist einfach was wirklich, wirklich sehr schön ist. Also das ist halt was so ja traditionellerweise früher so zu AIDA gehörte, also vom Beginn eigentlich an, so also auch die Clubschiffzeiten bis dann zum letzten Schiff hier, der sogenannten Zwingsklasse, man hatte immer die Disco draußen, was irgendwie so ein paar Schwierigkeiten mit sich bringt, aber insofern. So, wir gucken hier einmal nochmal hin. Das wird das letzte Mal hier vielleicht, dass ich nochmal Sonne aus Südafrika vorbei. Vielleicht nächste Woche nochmal. Aber so ein großes Interesse, Mensch, hier über 720 Leute. Das ist ja hier. So, jetzt wird hier, ich meine, das ist halt in Kapstadt so dieses Nebeneinander von toller Landschaft, auch von Industrie. Ja. Aber hier ist der Industriehafen immerhin jetzt so aus der Kreuzfahrtperspektive relativ gut hier integriert tatsächlich in den Stadtbereich. Also das ist jetzt nicht so wie in so Häfen wie Le Havre oder so. Ne? Und ja, also von daher,
Ja, ich meine, gut, jetzt, das, es wäre nicht so dumm gewesen, wenn ich da gar nicht jetzt fliegen würde nächste Woche, sondern wenn ich jetzt sage so, schwupps, ich komme mit. Aber das geht natürlich nicht. So, wir wollen mal kurz in die Kommentare gucken. Du hast jetzt oft genug einen Groß gebettelt. Beim nächsten Mal Pfeffernase grüße ich jetzt mal und alle, die Pfeffernase kennen. Bin kein Fan der Schiffsklasse mehr, sagt jemand. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, wie wichtig ist eigentlich überhaupt das Schiff real? Das meine ich wirklich ernst. Umso mehr man die Destination hat, so, ne? Umso mehr man die Destination hat, umso mehr ist das Gerät, das Schiff eigentlich in den Hintergrund. Aber wir können gleich mal da mit Michael und Barbara sprechen. Ja, Barbara und Michael. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Mal einen Livestream live erwischt, sagt Jörg Schwantje. Ja, vielen, vielen Dank. Sieht nach Smog aus in Kapstadt. Ja, man hat hier immer so ein bisschen, also es wird ein Video geben, wo ich dann ja begleitet habe, Barbara und Michael. Und ja, von daher, da werden wir so ein bisschen mal sehen, wo wir dann so heute waren. Eben endlich mal nach 8 Jahren wieder auf dem Tafelberg. So, der gute Liebherr-Kran ist leider etwas laut, aber da hat der Ida hat jetzt vorgesehen, dass sie mir dann eine Überraschung jetzt hier bringen. Es wird ein riesen Container mit Haselnusskrokant hier aufgeladen, glaube ich. Aber das, jetzt habe ich die Überraschung natürlich, habe ich natürlich ruiniert. So soll es natürlich nicht sein. So, entspannte Atmosphäre. Also, und jetzt komme ich zu den beiden, die ich ja auch schon bei der Einschiffung begleitet habe. Und Michael nimmt sein ganzes Datenvolumen, um zu gucken, was redet er denn da jetzt? Nicht, dass ich schon hier auf Plattdeutsch würde man sagen, dumm Tüch. Wie sagt man im Saarland? Dummes Zeug. Achso, ich muss erst mal sagen, was heißt dummes Zeug? Was sagt man im Dummfug. Dummfug. Dummfug, ja. Weil die beiden, nämlich man hört es gar nicht hier, der im Saarland unterwegs. Und es war natürlich beim letzten Mal bei dem Video, wie er auf Reisen gegangen war, da haben so viele geschrieben, wieso hat er denn nichts gesagt? Ich habe das Ganze auch schon mal in dem Video erklärt, was wir da für Sonntag produziert haben. Es ist einfach so, wenn man nur zwei Mikrofone hat. Ne? Also eins habe ich, eins hast du und dann hier noch an diesem wunderschönen Stiel. Dann ist es einfach so, dass man da Grenzen hat. Ja? Aber vielleicht, auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, es lebt ja auch davon, dass wir hier, dass wir keinen großen Aufsehen machen, dass hier jetzt nicht Filmteam ist und alle denken so, oh Gott, sondern wir stören hier niemanden. Das ist halt wirklich beim Kreuzfahrtschiff natürlich auch immer ganz wichtig. So, jetzt, nachdem die Heidi geredet hat, nachdem ich die ganze Zeit geredet habe, jetzt wollen wir natürlich von euch was hören. Das ist natürlich auch, ich meine, wie lange war zuvor die längste Reise, die ihr je hattet? Also, waren glaube ich 3 Wochen, ne? Genau, 3 Wochen, ja. Und wie war es hier, wie war es jetzt dieses Mal, Michael, erzähl mal, also nachdem die 3 Wochen zu Ende waren, dann endet es noch gar nicht und ihr habt so gedacht, so, ach, ist noch. Ja genau, also am Anfang denkst du ja, boah, 4 Monate, was machst du 4 Monate auf so einem Schiff, ja? Ja. Und dann bist du halt plötzlich auf dem Schiff und so nach 3 Wochen denkst du, ach ja, jetzt wäre die Reise rum, ne? Aber jetzt hast du noch so ein paar Wochen. Und irgendwann entwickelt sich halt auch so ein Alltag auf dem Schiff, ne? Also, du kennst deine Leute kennen, hast dann so eine Hut, bei uns jetzt halt diese Kuchengang. Die Kuchengang, viele Grüße. Viele Grüße an die Kuchengang. Ja, und du hast dann halt deinen Tagesablauf, ne? Machst Ausflüge, abends gehst du noch in die Bar, spielst mal was, triffst dich so und es wird einfach Alltag dann. Ne? Ja. Und es ist halt Alltag und immer mal was Neues draußen im Hafen. Ne? Und jetzt kommt etwas, was ich wirklich interessant finde, dass das ihr gesagt habt, Mensch, sogar die Seetage, die sind jetzt nicht so, dass sie euch da jetzt irgendwann zum Halse raushängen, Barbara. Ja. Vielleicht erzähl mal. Also. Nee, gar nicht. Also ganz im Gegenteil, fragen uns ja oft Leute, die dann sagen, ja, wird euch nicht langweilig an den Seetagen, gerade an diesen 7 Seetagen am Stück, die wir ja auch schon hatten. Ja. Aber ganz im Gegenteil, also man braucht diese Seetage, um das Erlebte zu verarbeiten, um das alles sacken zu lassen. Tatsächlich, um einfach mal nichts zu machen. Das tut manchmal total gut. Also wirklich ausschlafen, lange frühstücken. Wir haben ja an jedem Seetag einen Poolbrunch. Also alle, die mich auf Instagram verfolgen, sehen ja immer ganz rege, was beim Poolbrunch so los ist. Ja. Und von daher ist dann so viel zu tun und die vergehen wirklich wie im Flug. Und wie gesagt, die sind auch echt wichtig, um das alles zu verarbeiten. Absolut. Aber es ist eben auch so, dass ihr mal sagt, so, es muss auch mal so sein, dass man mal ein bisschen Ruhe hat. So, weil das ist ja sonst was, das mache ich natürlich bei 7 Tagen. Wenn ich dann an Bord bin, mache ich es nicht. Aber das ist natürlich bei so einem langen Trip ist ein bisschen anders. Ne? Ja, genau. Also das kommt immer mal wieder vor, dass jemand sagt, wow, heute möchte ich mal wirklich meine Ruhe haben, möchte einfach mal für mich sein oder wir für uns sein. Und ich denke, das, ja,
braucht auch jeder mal zwischendurch. Ist ja auch völlig in Ordnung und gut, glaube ich auch, dass man sich diese Zeit für sich nimmt. Total. So, viele waren schon, also das wollen wir natürlich auch erwähnen, viele waren schon total begeistert von dem, was ihr jetzt mal als Urlauber gemacht habt auf YouTube. Weil das ist natürlich immer was, ich meine, ne, ich kann natürlich so auf Schiffen unterwegs sein, noch und nöcher, aber es ist natürlich jetzt nicht so der echte Urlauber, der das so organisiert hat, für den es wirklich ein Lebenstraum ist. Das ist halt eine andere Attitüde, sag ich mal, die man da hat, als ich so, ich denke so, Mensch, bin ich schon wieder, weg hier. Also, jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Also, ihr habt auf YouTube da ein bisschen was gemacht. Gruß Micha, teilweise wirklich mit wahnsinnigem technischem Aufwand. Und was mich total fasziniert hat, was ihr mir heute noch erzählt habt, es gibt auch immer eine feierliche Premiere jeder Folge. Ja, genau. Und da erzähl mal, wie das nämlich abläuft, weil das ist richtig, ist crazy, würde ich sagen, aber finde ich gut. Also, ja, also ich sag mal, wer mich so privat kennt, der weiß halt, dass ich so ein Technik-Fan bin. Ja? Also Technik kann ich mich total begeistern, auch im Beruf. Und habe halt auch einen Beamer dabei, so ein Pocket-Beamer. Also das ist das Beste, was ich je gehört habe. Ja, genau. Weil dann habe ich mich gefragt, wo ist denn die Leinwand? Aber da hast du gesagt, na bitte, magnetischer. Genau, an der Wand, ja. Und magnetische Magnetendinger, da pappst du dann so eine Leinwand dran. Also. Ja, also das ist so ein 0815 Laken von Amazon. Ja. Mit einem schwarzen Pearl Rand. Oder so. Nee. Ja, Pearl gibt es auch noch so als Belegversender. Nein, ja. Ist dann halt an die Wand geklebt mit Magneten. Ja. Beamer mit Magneten an die Decke. Ja. Und dann saß man da mit der ganzen Kuchengang mit 13 Mann bei uns in der Kabine und haben halt die Filme angeschaut. Ne? Ja, das muss man mir vorstellen. Jetzt könnte man denken, ihr habt so die größte Suite, die es gibt an Bord. Sagen wir mal so, kleiner Spoiler, es ist keine Innenkabine. Ja. Nee, ist halt, sagen wir, eine normale Balkonkabine. Auf, ja. Ja. Nicht auf Deck 6. Nee. Und da kann man schon, ich habe Fotos gesehen, das sah wirklich sehr lustig aus, wie ihr da zu 13 los seid. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, das war ja natürlich das große Thema, als es losging. Da haben alle gesagt so, das ist ja ein bisschen, ich meine, ich weiß jetzt, wie alt ihr seid, aber die haben gesagt, ihr seid ein bisschen jung. Ich meine, ihr seid jünger als ich, insofern seid ihr natürlich blutjung. Ich bin ein alter Sack. Aber da habt ihr natürlich, da waren viele überrascht. Wieso? Ich meine, jetzt seid ihr AIDA-Fan seit längerem. Du fährst länger, wir beide sozusagen fahren länger als Heidi. Heidi hat 2005 begonnen. Wir haben begonnen 2003. Aber unser Job als Gast ist auch ein bisschen einfacher als das, was Heidi macht. Ja. Muss man fairerweise sagen. Also ihr beide. Ja. Aber ihr habt euch nicht kennengelernt, kanntet euch schon vorher. Doch, wir kannten uns schon vorher. Ja. Ach so, genau. Also im ersten Jahr, also da kannten wir uns ein Jahr und da sind wir dann... Genau. Auf die AIDA Vita Karibik. Da gab es die Karibik noch für eine Woche. Ah, mh. Ach so, ja, das gibt es gar nicht mehr. Ne? Nee. Weil es ist ja auch ein bisschen, ist ja auch vernünftig, finde ich, ne, wenn man schon den langen Flug hat und so, bleibt man ein bisschen länger da. Jetzt haben schon welche gefragt, weil ich natürlich jetzt junge Leute, Altersdurchschnitt hat jemand gefragt, ja. Es ist natürlich so, dass wenn man sich, das ist natürlich immer ein bisschen nichtssagend, der wird bei, ich vermute, über 60 liegen, ich weiß es natürlich nicht, aber so der gefühlte. Also ganz am Anfang hieß es, glaube ich, mal 62. Ah ja. Ich ja. weiß nicht, ob sich das jetzt groß geändert hat mit den Gästewechseln. Ja. Aber ich vermute mal, es wird immer noch so ungefähr. Ja, aber es sind auch, sag ich mal, Junge in unserem Alter oder nah unserem Alter dabei. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin hier auf dem Rentnerschiff. Ja. Nee. Und wenn ihr jetzt sagt, so Routinen gibt es an Bord, das ist dann also nicht nur die Kuchengänge, sondern es gibt eben auch Dinge, die sind, gibt es jetzt bei einer normalen Kreuzfahrt, habe ich die so jetzt nicht. Ne? Also wie zum Beispiel ein Chor zum Beispiel. Genau, der Gästechor, ja. Das ist eine total tolle Sache, das fing schon im Advent an. Ja. Und da haben wir dann mit unserer wunderbaren Pianistin Louise, haben wir da Weihnachtslieder einstudiert. Und dann am dritten Advent war das, glaube ich, da war ein kleiner Weihnachtsmarkt und da sind wir dann aufgetreten. Also mehr geht nicht tatsächlich. Ja. Ne? Also, oh, hier fragt schon Ursula Hornig, fragt Matthias, wirst du denn bei der Einreise in Hamburg auch vor Ort sein? Das wäre dann die Überraschung oder dann sagen sie, Mensch, jetzt bleib weg hier nach diesem Interview da. Haben wir über das Alter gesprochen, aber nein. Also du hast natürlich, Weltreise bedeutet natürlich älteres Klientel, was eben damit zusammenhängt, natürlich, dass man das sich organisieren muss. Wobei diese Weltreisen hier von AIDA schon so von der Länge sind, dass man es versucht, auch machbar zu machen für andere, weil ich eher so 120 Nächte habe und nicht 140. So, glaube ich, 20 Probleme weniger sozusagen. Bedeutet auf der anderen Seite, das sei aber auch darauf hingewiesen, du hast halt natürlich mehr Seetage, weil du auch Strecke machen sollst. So. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ich werde ja auch immer gefragt, Fragen, wo man ganz schlechte Antworten drauf geben kann. Was war das Schönste? Oder was war,
was war das Beste, als ein Tag plötzlich verschwand und wegen der Zeitzone oder was? Nee. Okay, wer fängt an? Fang an. Okay. ja, also man kann es, ich glaube, wir haben heute Morgen ja schon mal drüber gesprochen, man kann es nicht so richtig festmachen. Ne? Also Rio war so das erste Highlight. Ne? Ja. Fährst nach Rio de Janeiro, fährst hoch, Zuckerhut, siehst unten die Stadt, die Strände. Ja. Das erschlägt dich richtig. Ne? Ja. Und, dann geht's weiter, dann hast du Osterinsel. Super. Ja. Ja, also letztes Mal konntest du, glaube ich, nicht anlaufen oder durften nicht drauf, wegen Covid noch. Ja. Das ist einfach ergreifend, ne? Wenn du dann überlegst, bauen die Statuen dahin. Ja? Mhm. Es ist so viel Material. Es kommt immer wieder vor, dass ich mir meine eigenen Filme anschaue, um das nochmal zu verarbeiten. Ja? Und da sind wir auch wieder bei den Seetagen. Ja. Du brauchst einfach diese Zeit, um alles, die Eindrücke, die Erlebnisse zu verarbeiten. Ja. Anders kriegst du es einfach, das ist zu viel. Ja? Und jetzt ist es ja so, dass wir alle natürlich mehr oder weniger haben natürlich immer mal im normalen Leben auch mit ein bisschen Stress möglicherweise auch mal zu tun. Also je nachdem, was man so, wie man so das Leben führt. Aber ich meine, wer ein Rentner ist, hat manchmal auch Stress, weil er auf Enkel aufpassen muss oder was. Aber wie ist das so ein bisschen, das ist natürlich auch mal so ein Aspekt. Weil sag ich mal so, wenn du 7 Tage lang auf einem Riesenschiff bist, wo Action, 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 da ist meiner Ansicht nach zumindest das Erholungslevel natürlich ein bisschen anders. Und hier ist das so, dass ihr da in eine andere Phase oder in eine eingetaucht seid? Oder ist es dann so, dass man ständig, weil man ja woanders immer ständig ist, dass es dann doch anstrengend ist? Also stellenweise war es schon anstrengend. Tatsächlich, wenn so die Hafentage relativ schnell aufeinander kamen. Also wenn dann diese Seetage eben gefehlt haben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Abschnitt das war. Ich meine, das war so Südsee. Da war das relativ nah aneinander. Und da haben eigentlich ganz viele so an Bord auch gesagt, oh, jetzt wär schön, wenn einfach mal 3 Seetage kommen würden. Also ganz, ganz cool, konnte man sich vorher gar nicht vorstellen. Ja. Aber und ich meine, heute, ehrlicherweise, war auch ein Tag, wir haben viel gestanden, viel gewartet und so. Und weil das war dann wieder so ein bisschen der Nachteil von dem, ich habe ja gesagt, ich mache das alles, organisiere das so, dann stehen wir da erstmal 2 Stunden vom Pavelberg und dann ich so, super Organisation, ja, soll er lieber das machen, wovon er Ahnung hat. Aber ja, egal, das war so ganz unanstrengend, ehrlicherweise war es natürlich nicht, weil man dann ist es warm und so weiter. Also das würde man so ja jetzt jeden Tag eigentlich auch nicht haben wollen, oder? Da braucht man eben auch dazwischen so das zum Ankommen. Also ja, es ist halt, wie gesagt, machst du eine Woche eine Reise oder 2 Wochen, ja, du willst natürlich viel sehen, weil es ist halt relativ kurz die Reise und du sagst, verdammt, wir sind da 2 Seetage zwischen den Häfen, ne? Da habe ich ja nichts davon. Ja. Aber bei so einer langen Reise brauchst du einfach. Ne? Ich will einmal kurz dazwischen, ich bin gleich wieder da, keine Sorge. Die Seiten sind noch nicht entlassen. Erstmal hole ich mein Wasser, was da noch steht. Und dann will ich einmal noch mal gucken hier. Ah, das Licht. Hier, Signal Hill. So, also von daher, wie gesagt, man kann auch so herkommen, aber dann natürlich sich nicht das Handy stehlen lassen. Das ist natürlich schon so, Kreuzfahrt ist ein bisschen mehr einfach das Rundum-Sorglos-Paket. So, wir haben, das fand ich sehr schön, als die Heidi mir das Getränk bestellt hat, in ein Weizenglas. Also das ist Weizenglas, ist eine Vokabel, die international mittlerweile auch bekannt ist. So, wenn wir mal so ein bisschen sprechen über das Praktische, sagen wir es mal so. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen da im Vorfeld natürlich auch ein bisschen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber das haben natürlich jetzt hier unsere 812 Live-Zuschauer. Also vielen Dank schon mal, dass ihr dabei wart und auch alle einen Daumen gebt nach oben. Vielen Dank. Das fragen die mich natürlich, wie habt ihr das denn organisiert? Also gerade was Ausflüge angeht, oder macht man da wahrscheinlich schon so ein bisschen so einen Mix, dass man, wie man sonst auch macht, wahrscheinlich, ist ja wahrscheinlich kaum einer, der nun, außer vielleicht, wenn man so altersmäßig macht, da ist man, glaube ich, aber ihr seid ja, wie wir festgestellt haben, blutjung. Da ist es natürlich so, dass ihr da wahrscheinlich viel auch selber organisiert habt. Erzähl mal, Barbara. Ja, war so eine Mischung eigentlich. Also wir haben im Vorfeld natürlich geschaut, was gibt es an AIDA-Ausflügen, was kann man selber machen, wo wollen wir unbedingt hin, was wollen wir also schon vorher organisiert haben oder schon in trockenen Tüchern haben sozusagen. Und gerade so Südsee haben wir ganz viel spontan gemacht dann. Ja. Und da war das auch relativ problemlos möglich. Und auch jetzt machen wir noch relativ spontan immer Sachen. Also für Walfischbucht haben wir auch jetzt gestern erst noch einen Ausflug gebucht. Walfish Bay. Und da habt ihr dann so eine Plattform. Es gibt ja so alternative Plattformen, wo man dann eben auch mal gucken kann, was bieten die eigentlich. Weil natürlich ist das hier immer die bequemste Variante. Ja. Aber manchmal ist es auch so, dass ausgebucht ist. Da hat man gar keine Chance. Genau, also das ist natürlich gerade, das ist eh so eine Sache, glaube ich, bei so Weltreisen, dass man da wirklich vornherein wirklich immer planen muss. Weil wenn du einfach ankommst und meine, hier einfach in die Stadt zu laufen, wäre hier, glaube ich, auch nichts gewesen, oder? Was meinst du?
Nee, also so Gedanken habe ich mir schon zu jedem Hafen gemacht. Also ich hatte dann irgendwann so eine Mappe, hatte jeden Hafen, wann sind wir wo, wie lang sind wir da und habe mir dann halt im Internet einfach auch Infos gesucht, was kann man da machen. Ja, wie du sagst, kann man da einfach so in die Stadt laufen, sollte man das vielleicht lieber nicht tun. Ja, ja, klar, wie zum Beispiel Durban oder Port Elizabeth. Sagen, okay, da nicht alleine raus. Ja, und so. Was ja so Fragen, die immer stellen, also hier wird gefragt, was arbeiten die beiden, das müssen wir gar nicht thematisieren. Die Frage ist aber, wie kann man sich so einfach, das ist die meistgestellte Frage bei blutjungen Leuten, die eine Weltreise machen, also außer nach dem Geld, aber das finde ich, fragt man auch nicht. Also das ist, ich meine, jeder ist da, hat heute, oder beziehungsweise ich möchte es mal so erklären, aus meiner Sicht zum Beispiel. Es ist ja so, zum Beispiel, wenn du in einer Stadt wohnst wie Hamburg, ist es häufig gar nicht mehr möglich, dass Leute so Eigentum erwerben, weil das so wahnsinnig teuer alles geworden ist. So, aber das Geld, haben sie natürlich die 150.000, wo sie früher eine Wohnung gekauft haben, da haben sie jetzt, kaufen sie jetzt keine Wohnung für, sondern können sie was mitmachen. So, aber wie habt ihr das arbeitsmäßig organisiert? Das ist eigentlich das, finde ich, was man auch fragen kann, ohne dass es indiskret ist. Ja, wir haben beide mit unseren Arbeitgebern gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt und ja, haben ganz offen gesagt, was wir vorhaben, ob das möglich ist und die waren da zum Glück sehr, sehr offen. Ja. Und von daher haben wir dann da super Möglichkeiten gefunden, dass wir im Prinzip jetzt, ja, wie so ein Sabbatical im Prinzip, dass wir 4 Monate freigestellt sind. Es ist noch nicht die Variante, dass man sagt so, okay, ihr macht die ganze Zeit Homeoffice, wobei man sich da ehrlicherweise auch überlegen muss, wenn du wirklich 7, 8 Stunden am Tag arbeitest, was bleibt da noch, muss man erstens mal überlegen. Und du bist der Technikexperte, Michael, wie ist es mit Internet gewesen? Also wir wissen, der heilige Elon Musk, der Starlink da im Prinzip bereitstellt, aber ich warne ja immer so ein bisschen davor, wenn alle, Starlink, also macht natürlich super Marketing, aber wie ist es jetzt gewesen? Also ich sag mal, der Start war holprig, muss man wirklich so sagen. Ja. Klar, jeder hat es auch ziemlich stark vermarktet, sage ich mal, ja, mit schnellstes Internet auf der See und am Anfang war es dann wirklich, muss man auch sagen, enttäuschend. Keine Ahnung, ob dann auch nachreguliert wurde jetzt, weil es ja doch ziemlich die erste Reise war mit dem System. Ich glaube, das kriegen die auch mit, wenn es nicht läuft. Ja. Dann ist da die Hoteldirektorin, will was auf YouTube meine Videos angucken und dann stellt sie fest, geht gar nicht. Nee. Oder der Kapitän vielmehr. Also man muss sagen, es hat sich gut gemacht. Ja, man sollte natürlich kein 4K-Netflix-Streaming erwarten. Nein. Aber es ist schon schnell genug, dass man auf YouTube mal ein Video anschauen kann. Vor allen Dingen, das war im Grunde das Problem. Ihr habt ganz viele von meinen Livestreams gesehen. Ja. Und das ist wirklich, das meine ich fast im Ernst, weil du triffst jetzt Leute und denkst so, ach, es ist ja ein leichtes, sich da jetzt 10 Stunden zu unterhalten. So, und es kommt natürlich dann darum, dass du die ganzen Geschichten erzählst, die du schon in Livestreams erzählt hast. Und so, das war dann ein bisschen schwierig, aber ja. Aber habt ihr ausgehalten mit mir. Ne? Ja. Ja, also summa summarum viel besser als vorher, nicht vergleichbar mit daheim, zeitkritische Anwendungen habe ich nicht probiert, eher weniger, aber so Sachen wie YouTube, wo halt gepuffert werden kann, wenn es mal kurz schnell ist. Ja, ich war tief beeindruckt, dann, weil ich mal hier jemanden treffe, der auch auf Augenhöhe so ein bisschen Nerd auch ist. Ja. Wir können das kurz erklären, weil Christian Gers, glaube ich, würde ich auch in die Kategorie packen, der gerade noch geschrieben hat, was bringt der schnellste Internetzugang, wenn auf dem Schiff die Netzinfrastruktur nicht dafür ausgelegt ist. Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber jedenfalls, was du gemacht hast, wie ein YouTube-Video hochzuladen, du hast ja ein Problem, du hast im schlimmsten Fall mal 20 Gigabyte. Genau. Das kriegst du gar nicht hochgeladen, weil dann irgendwann, dann bricht irgendwas ab oder wie auch immer. Und du hast tatsächlich daraus Pakete a 50 Megabyte gemacht, die du dann nach Hause geschickt hast. Und dann wurde das da alles zusammengebaut. Also sowas Krasses, da kann ich wirklich, also das ist wirklich ernst gemeint, da kann ich echt was lernen. Das ist total super. Ja. Ja, genau, ja, wobei ich weiß nicht, wie ich es mache. Also ich muss dann eventuell nochmal... Genau, musst du ja irgendwas finden, um die Videos hochzubekommen zu YouTube. Voll gut. Und dann fliegt halt mal AIDA raus. Und, aber man muss sagen, die Infrastruktur auf dem Schiff wurde verbessert. Die ganzen Router haben jetzt schon Wi-Fi 6E. Ah, also was da nicht hin dran ist, weiß ich nicht, aber das Schiff ist schon schnell und ausreichend. Ja, und halt für die Videos, wie gesagt, ist dann immer abgebrochen und denkst, ja, verdammt, du musst jetzt dieses Video hochbekommen. Ja. Die Leute warten aufs nächste Video und fragen dich, wann kommt es? Und du versuchst dann jedes Mal 40% abgebrochen, 30% abgebrochen, 20% abgebrochen. Also mit dem ZIP-Programm dann halt partielle oder Stückchen gemacht, wie eben gesagt, mit 50 Megabyte. Jedes einzelne hochgeladen, wenn es abgebrochen ist, startest du halt 50 Megabyte neu und nicht 30 Gigabyte. Finde ich mega, weil da kann ich wirklich was lernen. Weil was habe ich da schon teilweise auf dem Schiff, dachte ich, so geht alles nicht. Aber da muss ich... und ist dann doch so, wenn man dann so Videos unterwegs macht, ist dann doch also nicht mehr Arbeit fällt, als man denkt? Oder vielleicht, also wie war es? Ja, schon. Also ich hatte ja schon letztes Jahr im Frühjahr den Winter im hohen Norden gemacht, so als Test, als Testlauf, weil da wussten wir ja schon, dass wir die Weltreise planen oder vorhaben. Ja. Und dachte mir, ja komm,
ist ja, ne, sitzt dich hinten, schneidest das schnell, aber das halt schon in eine logische Reihenfolge bringen. Ja, passende Musik finden. Die Musik muss dann zu dem gezeigten Bild passen. Dann muss das Bild zur Musik passen. Dann muss den Kommentar dazu machen. Dann darf es nicht zu lange sein. Ne? Also so ein 20-Minuten-Video, wo ich da standardmäßig habe, bist du so bei, ich weiß nicht, was ich heute machen morgen. Ich glaube, 8 Stunden machst du darum. Ja, und bei Südsee XL, da bist du da 20, 24 Stunden an einem Video dran. Ne? Krass, ja. Und Christian sagt dir, man braucht halt jemanden, der das Ganze dann wieder zu Hause zusammenbaut. Naja, das macht halt der Server. Genau, da gibt es einen Remote-Desktop. Also das geht ja mit Starlink. Also so schnell ist es, dass man mit Remote-Desktop arbeiten kann. Und dann machen wir es halt vom Schiff aus. VPN und solche Geschichten. So, bevor wir hier zum Nerd-Talk kommen, Barbara, du kannst uns auch noch mal was dazu sagen. Nein, du natürlich nicht. Aber eine berechtigte Frage oder eine sehr gute Frage, finde ich, die auch hier noch kam. Mit was für Kosten muss ich realistischerweise rechnen? Ich meine, wir haben heute so gesehen, du hättest natürlich jetzt den Ultra-Luxus-Ausflug in Anführungsstrichen mit den ganzen tollen Sachen wie Kap der guten Hoffnung, wie die Pinguine und so, diese ganzen Sachen. Da ist man natürlich dann so bei 300 Euro. Mhm. Deswegen kann man das vielleicht nicht immer so machen. Habt ihr deswegen auch nicht gemacht. Ihr habt die Billig-Variante mit mir gemacht, war auch gut. Aber im Ernst, wie viel was mit Geld? Ist natürlich immer unterschiedlich. Ich wollte gerade sagen, es ist halt schwierig zu sagen, weil je nachdem, was man so möchte oder was man oder wie man die Ausflüge auch gestalten möchte. Deswegen finde ich, ist das ganz schwer zu sagen. Ja. Also eine Pauschale kann man nicht sagen, aber was man verraten kann, das war natürlich eine Frage, die hier auch schon gestellt wurde. Kannst du schon erahnen, ob ihr was gebucht habt, nämlich ein Getränkepaket? Ja! Jetzt müsste ich eigentlich so einen Applaus einspielen, aber das war ein kleines Quiz, machen wir auch noch hier. Getränkepaket, ja. Und da habt ihr was gemacht, was ich total nachvollziehbar finde, weil, sagen wir mal so, es gab auf dieser Reise das Light-Getränkepaket, also mit allem, was alkoholfrei ist, im offenen Ausschank. Können wir gleich so einen kleinen Test machen hier. Ist das hier offener Ausschank oder nicht? Es ist offener Ausschank. Hier ist auch offener Ausschank. Genau. Flasche, kein offener Ausschank. Das gilt da nur, aber jetzt wird es kompliziert. Das gilt nur in ausgewählten Locations. Kriegt man auch in der Flasche. Aber ihr zahlt, was zahlt ihr für das Getränkepaket? Ja, also umgerechnet war es jetzt, glaube ich, für die Weltreise 8,50 Euro am Tag. Für dieses Light-Paket. Ja. Also du hast dann Cola, Fanta, Kaffee, auch Kaffee im Automat. Morgens beim Frühstück hast du mit dabei. Ja. Die alkoholfreien Cocktails. Die alkoholfreien Cocktails, Säfte. Genau. Ja. Weil du musst halt einfach überlegen, nehme ich mir das eins größere, dann ist ja Bier dabei. Ja. Und was noch größeres, sind dann erst die Cocktails dabei. Und musst du jeden Tag Cocktails und Bier trinken, 4 Monate lang. Ja. Also wenn ich euch angucke, ihr seht nicht mal nach dem Kuchen jeden Tag aus. Wobei, gab es ja auch nicht, heute gab es keinen. Heute war kuchenfrei. Also das ist so ein bisschen. Also Leitpaket und was wir an alkoholischen Getränken haben, sind wir, glaube ich, noch nicht mal auf 200 Euro oder so jetzt. Ja. Das ist halt wie daheim. Ja, da trinkst du auch nicht jeden Tag Alkohol. Ja, klar. Real Nice Fact ist auf der Sol das Eis, der Eiskaffee inklusive im großen Getränkepaket. Na ja, also Frozen Coffee. Also genau, es gibt ohne Starbucks-Boden. Genau, also Starbucks ist ja nicht inkludiert. Ja, genau. Also ich müsste jetzt liegen, aber ich meine, ich hätte einen Frozen-Kaffee auch mit dem Light-Paket ohne Zuschlag gekriegt. Aber ich habe erst eingetrunken. Ja. Doch, aber ich glaube, der ist dabei. Also es gibt ja manchmal so, oder das gab es mal so als Pool-Aktion, richtigen Eiskaffee, also richtig mit Vanille-Eis drin. Ja. Das war aber mal so eine Pool-Aktion. Aber, aber dieser Frozen, der ist schon dabei. Genau, also der Frozen, der ist dabei, ja. Wie ist es jetzt so, wenn man jetzt sagt, so, okay, es geht jetzt nur noch 3 Wochen, denkt man da schon an die Wiedereingliederung zu Hause oder wie ist das Ganze? Ja, je näher man so zum Ende der Reise kommt, desto mehr denkt man da schon dran. Und man kommt schon dann immer so das Gespräch immer mal wieder auf von wegen, oh, es sind nur noch 3 Wochen. Ja. Und dann überlegt man schon, wie das so wird, wenn man wieder zu Hause ist. Also ich glaube, es wird schon erstmal eine Umstellung. Das glaube ich schon, ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dann doch irgendwie wieder, wann geht es dann wieder zur Arbeit? Habt ihr noch ein paar Tage dazwischen oder dann wirklich sofort? Ja, zum Glück so, also ich habe zu meinem Chef gesagt, so ab 26. würde ich mich dann wieder melden. Und 21. ist, glaube ich, die Rückkehr, genau. Ne? Ja, da gehe ich konform mit. Also bei mir ist dann auch der 26., das ist ein Montag. Da geht es dann wieder auf die Arbeit, Ja. Also von daher, das ist ja so ein bisschen, sehr schön. So, jetzt fragt man sich natürlich Abendplanung, wobei heute ist es ein bisschen eingeschränkt, weil ihr natürlich gleich noch das Land verlassen müsst, offiziell. Genau. Ich hoffe nicht, dass sie mich dahin schicken, weil dann habe ich ein Problem, aber wir müssen gleich noch zur Ausreisekontrolle. Ja.
Und lokale Gastkünstler kommen noch an Bord. Ah, genau. Ja. Und ich habe, genau, witzigerweise hier der lustige Geschichte, auch der Kobus Muller, der ganz häufig dabei ist auf AIDA-Reisen, den habe ich vor 2 Jahren hier mal in der Corona-Zeit in einer Bar hier in Kapstadt. Der bleibt auch noch ein paar Tage. Also ja, lustig, kleine Welt. Und Tom B. fragt noch, freut man sich denn auf zu Hause? Ja, also doch, einerseits schon. Also klar hat man irgendwie so das Gefühl, man würde jetzt auch noch weiter reisen. Aber man freut sich natürlich hauptsächlich auf die Menschen, die man jetzt so lange nicht mehr gesehen ja. hat. Also Familie, Freunde, klar. Das geht mir tatsächlich, ja. nach diesen 5,5 Wochen geht mir das natürlich auch so. Ja. Ne? Also ja, von daher, ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen richtig schönen Endspurt sozusagen. Und ja. Michael, du weißt, was zu tun ist. Du bist nämlich der Einzige. Wobei, haben wir jetzt hier noch Überraschungsgast Nummer 3? Ist nicht da, das ist er nicht, nee. Also wir haben Nummer 4 auch nicht. Den haben wir nicht mehr. Also deswegen würde ich dich bitten, wenn du einmal das Mikrofon abschaltest, weil sonst können wir gerade, was hat er da für Fragen gestellt? Nein, das kommt dann alles drauf. Das hatten wir neulich mal von dem Phoenixhof. Ja. Und ich bin sehr sympathisch, die beiden sagen Mr. Frankie 06. Ja, deswegen habe ich die ausgewählt. Und wer ist Kapitän auf der AIDA-Webseite? Darf man ja, glaube ich, aus Datenschutzgründen mal gar nicht sagen. Aber es ist Kapitän, jetzt hört man es nicht mehr. Also sag mir, ich übersetze es. Jetzt Kapitän, ja? Ist Moritz Pankau. Moritz Pankau, so. Also, vielen Dank, ihr beiden. So, wir versuchen mal so ein bisschen hier, da ein bisschen runter rauszukommen hier aus der Nummer. Ne? Weil das ist ja so ein bisschen, dann denken die Menschen, wir haben so viel Geld bezahlt, jetzt ist der Mord da. Da kannst du Reisepreisminderung von 20% vielleicht da einklagen. Nein, Quatsch. So, man muss hier, also jetzt gucken wir lieber nochmal hier rauf. Ja? Wie viel Stempel haben die in ihrem Reisepass bekommen? Auch eine interessante Frage. Da ist dann auch die Frage, was sagt die Reederei am Ende? Was warnt die einen vor? So nach dem Motto, bringen Sie bitte 3 Seiten mit oder so. Ne? Was ist da so der Thema? Ja. Also Martina sagt, ich freue mich weiter auf die Fotos und Berichte. Genau. Cruz Micha heißt der Kanal. Und ist auch schon, wie gesagt, richtig erfolgreich. Die beiden merken natürlich auch so ein bisschen das, was ich von YouTube auch kenne. Wenn du so von so einer Reise, deswegen mache ich es auch nicht mehr so, unter anderem, wenn du von einer Reise so mehrere Teile berichtest, es wird von Teil zu Teil schwindet leider das Interesse. Ja? Also von daher, das ist so ein bisschen so der Haken des Ganzen. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein bisschen zurückkommen. Ein bisschen so die diskrete Variante, weil... Wie gesagt, wir haben ja heute nicht gefragt. Achso, jetzt müsste ich normalerweise umschalten, aber dann sieht man mich so untersichtig. Da sehe ich wahrscheinlich jünger aus, wobei da sieht man die kurzen Haare nicht. Also, das ist dann wieder, wo meine Mutter sagt, soll nicht so kurz schneiden lassen. So. Aber ja, Gruß Micha hat gerade auch noch geschrieben. Man benötigt aber einen VPN nach Deutschland und daher das große Internetpaket. Ach ja, dann geht Sky gut. Ja. Siehst du, also von daher, so hier ist einmal Personal. So, jetzt haben wir noch der Werbeblock hier. Achso, ist ja falsch rum. Also insofern kann man nicht mehr sagen, es wäre Schleichwerbung, weil man sagt, man sieht es gar nicht. So, eine unbekannte Reederei namens, weiß ich nicht. So, wir machen heute, das ist die schlechte Nachricht oder die gute, je nachdem, wir machen heute leider ein bisschen kürzer. Hast du nicht dein Zeugs da vergessen? Ja, aber ich freue mich halt, dass wir jetzt hier auf dem Schiff sind und nicht in der Innenstadt von Kapstadt, weil wenn ich da jetzt irgendwas hätte liegen gelassen, das wäre eine totale Katastrophe gewesen. Ja? Also so wäre es auch weg. Klaus Schölzel, glaube ich. Oh, langsam eine Lesebrille. Aber, oder ich brauche wieder mein Chatphone. Also aus Deutschland gibt es das Ganze dann wieder mit Chatphone. Ja. Ich hätte so vom Gefühl heute gar nicht gesagt, dass heute Dienstag ist, ehrlich gesagt. Aber das sagt auch einer, der schon seit 4 Wochen hier ist. Ne? Also von daher ist gar nicht so... Ja, aber voll cool, dass wir hier fast... ja, in der Spitze fast 900 Zuschauer hatten. Also von daher sehr, sehr schön. Ja, ihr Lieben, ist Margit auch da? Margit habe ich heute nicht gelesen. Das geht aber nicht. Nein, sie ist entschuldigt. Also insofern, also vielleicht entschuldigt. Aber ja, vielleicht schreibt sie nochmal. Dein Handy eigentlich wieder aufgetaucht, beziehungsweise irgendwelche News... Das Handy wurde ja gesehen, erstmal zuletzt am vorletzten Freitag. Und jetzt haltet euch fest, es ist gestern an der gleichen Stelle wieder aufgetaucht. Jetzt denke ich doch langsam nach, ob ich da mal mit der Polizei hinfahre, weil das hatten die angeboten. Aber meine Befürchtung wäre, dass ich dann doch nicht zum Piepen bringen kann und irgendwie... Aber spannend würde ich es finden, ehrlich gesagt, ja. Also, ja. Von daher,
wie war Silvester in Sydney? Das müssen wir die beiden fragen. Vielleicht machen die auch noch ein Q&A nach der Reise. Und ja, schönen Abend. Danke für den tollen Stream. Sehr gerne geschehen. Danke für die Superchats. Ich habe zwischendurch wohl wahrgenommen, dass da was kam. Also vielen, vielen Dank. Sorry, dass ich euch heute mit den Interviews da jetzt nicht live da erwähnt habe. Und ja, ich bin heilfroh, dass hier die nicht abgedatete Software, dass die durchgehalten hat, dass alles geklappt hat. Also insofern, so kann es weitergehen. Ja, mal gucken. Ich bin noch 8 Tage hier. Mal gucken, ob ich nochmal live gehe hier. Und ja, also macht's gut. Bis bald. Tschüss.